guck mal, Klaus, hier, ich habe hier ein cooles Auto, nämlich ein Porsche. Ich bin hier bei Klaus Felbinger in Immenstadt, Herrenausstatter. Und der Klaus ist jetzt nicht nur ein begeisterter Porsche-Anhänger, sondern er hat natürlich in Sachen Klamotte was ganz, ganz Tolles. Klaus, was hast du Neues? Matthias, wir haben eine neue Kooperation mit dem Porsche-Zentrum Allgäu, weil wir seit vielen Jahren diese Heinz Bauer Cabrio Lederjacke im Programm führen. Und Porsche kam auf uns zu, weil sie gemeint haben, das passt toll zu dem Auto, zu dem Typ, zu dem Motorsport und natürlich auch zu den offenen Autos. Und ich zeige dir das einmal, was die Jacke alles so kann. Es ist eine deutsche Jacke, gell? Die, ganz ja, berühmte ist, deutsche Manufaktur. Die machen das schon sehr, sehr lang. Mhm. Und in der Tat ist so, dass die, was die Jacke wirklich auszeichnet, ist, dass die komplett in Deutschland gemacht wird. Vom Design, wird komplett sitzen in Reutlingen, also am Fuß, im weitesten Sinne am Fuß der Schwäbischen Alb. Mhm. Und machen Design, machen Einkauf der exquisiten Leder aus geprüften Gerbereien, wo jetzt die Abwässer nicht einfach bloß irgendwie ungeklärt ins Meer gehen, sondern wo dann halt auch wirklich alles Hand und Fuß haben, wo keine Kinderarbeit dabei ist und es einfach vernünftig gemacht wird. Mhm. Und natürlich eine Top-Qualität. Die Qualität ist deswegen so gleichbleibend hoch, weil die halt auch direkt dort in Deutschland produziert wird. Das heißt also, man ordert sie dort, die wird dort designt, die wird dort produziert und auch von dort her ausgeliefert. Jetzt mach mir nicht den Mund wässrig, sondern zeig mir mal so ein Ding. Was haben wir denn hier? Also guck, wir haben jetzt zum Beispiel hier die Sebring. Ja, Sebring, okay. Die Sebring hat ein paar sehr schöne Details. Mit diesen also aus dem Motorsport kommend, diese Einschlüsse mit den Steppungen, wo es ein bisschen sportive Details sind, mit schönen Reißverschlüssen dann am Ärmel, wo man dann nochmal diesen Stepp sieht. Sie haben einen tollen Stehkragen drin, der nicht aus Stoff ist, sondern aus Leder, gesmoked und gestiftelt ist, so geht da auch nichts kaputt. Dann haben sie den typischen Kragen. Und das ist jetzt eigentlich das, warum die Heinz Bauer Cabrio Jacke auch so genannt werden darf und kann, weil die einen Windschott hat. Mhm. Ein Cabrio braucht immer einen Windschott, die neueren jedenfalls. Und das hat die Jacke gleich mit eingebaut. Weil das ist auch lang umeinander getüftelt worden, dass der Kragen nicht zu hart wird, dass das sich noch umlegen lässt, aber dass er eben nicht zu soft ist, dass er dann das halt auch oben bleibt, wenn man es gegen den Wind braucht. Und vom Gewicht her, ich will nicht sagen federleicht, aber doch deutlich leicht, jetzt nicht die schwere Lederklamotte, was man so kennt. Ganz genau. Und du hast dann zum Teil eben richtige Handschuhleder in dieser Weichheit. Wahnsinn, Wahnsinn. Ein Traum, das zergeht hier auf der Zunge. Und das Tolle ist dann, wenn man mit den Jacken dann mit dem Auto irgendwo angekommen ist in der Stadt, möchte einen Stadtbummel machen, dann kann man den Kragen entweder umlegen oder dann hier mit diesem Druckknopf dann dranklipsen. Oder man kann den einfach rausmachen mit diesem Reißverschluss. Okay, alles klar. So, und dann mit dem Reißverschluss kannst du es dann raustrennen. Und dann halt und dann kann man das mit dieser, dann hat es dann diese Optik von der Motorradjacke im Prinzip. Wird es ein wenig sportiver. Und was die halt sehr schön machen, sind unterschiedliche Ideen, auch in den Futtern. Sind wir gespannt. Die machen dann Schaut so. Euch das mal an, ist das cool? Hä? Also hier klassischer Rennsport natürlich, die alten Zeiten, Mann, oh Mann. Alte Szenen. Hier das Logo, jawohl. Sehr gut. Alte Szenen der Rennsportler, immer wieder mit diesen gleichen weichen Ledern. Und da machen die Lammnapper, Kalbsnapper, Hirsch, Lammnapper Old Style und unterschiedlich Leder mehr, je nachdem, ob man so eine Jacke softer haben will, dass es nicht zu warm ist im Sommer, beziehungsweise dann in so offenen Autos, da geht immer ein bisschen Wind. Somit kann man dann auch immer ein bisschen dickere Materialien hernehmen. Und Porsche wird heuer 70 oder ist heuer 70 geworden. Und der Walter Röhrl ist ja ein Testimonial für Porsche. Der Mann schlechthin. Und der ist letztes Jahr 70 geworden, wie unsere Firma auch, also 1947. Ja. Und das ist das Geburtsdatum von Walter Röhrl und unserer Firma. Und somit ist Walter und wir sind miteinander 70 geworden und heuer der Porsche nachgezogen. Das passt auch sehr schön in unser Joint Venture. Da hatten, gestern war gerade diese Feier im Porsche-Zentrum Allgäu. Und da durften wir uns als Kooperationspartner cool, mit super. Präsentieren. Und da haben wir dann dafür natürlich auch uns mit engagiert für diese
Jubiläumsjacke. Sie haben mit dem Walter Röhrl zusammen als Testimonial eine Jubiläumsjacke gemacht. Zeig, hast du die da? Die habe ich da. Oh, und zwar jetzt ganz neu bekommen, wirklich am Donnerstag, letzte Woche kam das Ding, also 2 Tage vor dem Event. Das ist sie. Und da ist sie. Da ist sie. Das ist sie. Schaut euch mal die Jacke an. Und hat die was Besonderes, so ein Bild von Walter Röhrl drin oder irgendwas? Wahrscheinlich im Innendesign, oder? Ganz genau. Also Nummer 1, Jubiläumsjacke, wie kann es anders sein, ist sie limitiert auf maximal 250 Stück. Das heißt, der Preis geht hoch, Freunde. Naja, so schlimm ist nicht. Ein bisschen mehr kostet, das ist richtig. Ja. Sie hat aber auch ein Eigendesign. Sie hat mit dem Walter zusammen wieder entwickelt, ein bisschen ein spezielleres Design, wieder ein paar andere Einschlüsse mit zum Beispiel diesen Perforationen da drin, nette Reißverschlüsse drin. Auch wieder dieses Windschutz, selbstverständlich, braucht natürlich auch die Walter Röhrl-Jacke, ist ja ganz klar, auch wieder mit diesem Reißverschluss und allem drum und dran. Aber was die Jacke jetzt dann noch sehr besonders macht, ist, guckt euch mal das Foto an. Jawohl, guck mal hier. Nämlich hier das kleine Autole. Und Autogramm, aber nicht Originalautogramm. Und zwar ist das eine alte Rennszene von dem Original Porsche, den der Walter früher durch die Gegend getrieben hat. Und wie es natürlich auch sein muss, haben wir dann hier das Autogramm. Ja. Super. Und dieses Autogramm ist da nochmal eingeprägt. Mhm. So, sieht man da. Genau. Ist nochmal geprägt. Ja, ja. Und hier sieht man schön dann die Nummerierung. Das ist dann hier ganz fein, subtil ist das eingeprägt. Okay. Da sieht man 250 gibt es. Wir haben jetzt 137. Und das ist die 137. Jacke. Sowas ist sehr speziell und dann gibt es noch ein Facelift, das ist die Speedster. Und das ist jetzt noch dünner, dieses Leder. Das zergeht wirklich direkt auf der Zunge. Und die war früher die Speedster, jetzt ist es die Speedster S, weil sie einen Facelift bekommen hat. Ist ein bisschen schlanker geworden. Und auch die hat also diese. Die ideale Jacke für mich. diese Rennsport-Szene drin mit dem Futter, das mit Silberionen versetzt ist, sodass es dann, diese Silberionen sind. Dafür, weil man solche Jacken jetzt nicht so einfach in die Waschmaschine waschen oder kann. Ganz genau. Klar. Dann, wenn man die Jacken halt beim Auto fahren, wenn es dann mal ein bisschen länger hergeht oder schneller wird, dann schwitzt man vielleicht auch mal und die Silberionen-Ausstattung, die verhindert, dass die Jacke dann sehr schnell riecht. Also, wer so eine Jacke braucht, unbedingt nach Immenstadt zu Klaus Felbinger, Bahnhofstraße Nummer 13 und im Web unter www.felbinger-herrenerstatter.de. Am besten einen Termin ausmachen und dann vorbeikommen. Dann hat man richtig Zeit. Es gibt auch einen coolen Kaffee und man kann auch mit dem Auto spielen hier hinten. Das finde ich auch super. Also, Geldbeutel auf und los geht's. Macht's gut. Macht's gut. Danke.